Hi, willkommen zurück zu Blood Moon. Wir machen es auf nach Astion, das ist direkt hier in der Nähe. Und zwar hier. Astion. Da gehen wir mal gleich hin. Herrin, in der Kirche ist irgendetwas Merkwürdiges. Ihr solltet euch dort umschauen. In Ordnung, danke. Schnecke ist wieder da. Tieren macht das wenig Sinn. Oh. Mögt ihr meine Schnecke? Meine Schnecke ist ganz lieb. Die ist ziemlich schleimig. Ja, liebe schleimige Schnecke. Schleim schmeckt gut. Das habe ich jetzt mal überhört. Schleim. Ist die Schnecke meiner Schwester nicht faszinierend? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß wird. Ist die nicht gefährlich? Nun, für einen Menschen vielleicht, aber eigentlich ist es ein tolles Vampirhaustier. Na dann. Vielleicht hätte ich sie nicht so viele von meinen magischen Kräutern füttern sollen. Wenn die Schnecke groß genug ist, verkaufen wir sie teuer an den Heiligen Kreuzzug. Die können zahme Monster sicher gut gebrauchen im Kampf gegen das Gasvampire. Vielleicht die Ultraschnecke, die die dann in die Schlacht reiten. Hier ist nichts mehr. Larry, was macht ihr hier? Hallo? Nicht gerade gesprächig. Habt ihr etwa einen Menschen als Sklaven? Gibt's Ärger? Nein, das ist meine Kröte Larry. Ist beim Experiment leider ein Fehler unterlaufen. Seitdem ist er ein Mensch. Er kann leider nicht sprechen oder sonst irgendetwas Nützliches tun. Nun ja, ich finde schon eine Lösung. Sehr merkwürdig. Was für ein Spinner. Ich brauche eine neue Kröte. Viel Spaß noch, Larry. Der Larry. Ich glaube, wenn man den tötet, dann brüllt der andere. Larry. Oh, hier ist ein wichtiges Haus. Skelette haben keine Gedanken. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Das ist ein Skelett. Meister, ich mache sauber. Da ist aber noch ein Haufen Staub in der Ecke. Oh nein, Meister, ich eile. Mein Gott. Ja, was wollt ihr? Wir suchen einen Garvin. Der bin ich. Was ist? Wir kommen im Auftrag eures Bruders, den ihr an Asgard verraten habt. Was? Nein, so war das nicht. Mein Bruder dient Asgard freiwillig. Aber er hatte mich verraten und so wurde ich zu diesem Dasein verflucht. Der hat aber etwas anderes erzählt. Glaubt ihr etwa ein Magier mehr als mir? Ich spreche die Wahrheit. Hört zu, es schmerzt mich, aber ich habe hier einen speziellen Dolch, mit dem ihr ihn töten könnt. Asgard hat ihn für mich erschaffen lassen, damit ich meinem Bruder eines Tages aus dem Weg räume. Warum habt ihr ihn dann nicht selbst getötet? Ich konnte es nicht. Er ist immerhin mein Bruder, auch wenn er jetzt das Gar dient. Was meint ihr? Werdet ihr mir helfen? Ich gebe euch noch eine Rune dazu. Lügner! Ihr seid ein schlechter Lügner. Asgard würde keine spezielle Waffe erstellen lassen, um seine Diener zu töten. Ihr habt euren Bruder für Macht an ihn verraten. Ihr seid einfach nur abstoßend. Nein, tut das nicht! Der wäre erledigt. Kehren wir zur Limbruine zurück. Das sollten wir bald. Kehre zu Soran in der Limbruine zurück. So, was ist mit dir? Sieht sehr krank aus. Da gebe ich dir recht. Das habe ich noch nie gesehen. Könnt ihr sprechen? Sorry. Vielleicht haben wir etwas für ihn. Pulver des Schamans.
Oh, vielen Dank. Es gibt doch noch gute Vampire in dieser Welt. Was ist euch denn zugestoßen? Letzte Nacht traf ich auf einen Menschen, der in Wirklichkeit ein Monster war. Er hatte mich verflucht. Ich konnte noch hierher fliehen, aber danach... Hättet ihr mir nicht geholfen, wäre ich wohl ewig hier liegen geblieben. Wo ist dieses Monster jetzt? Wahrscheinlich noch nordwestlich von hier am Strand. Wenn ihr ihn vernichtet, werde ich euch belohnen. So etwas Gefährliches darf nicht frei herumlaufen. Da gebe ich euch recht. Wir schauen uns diese Sache mal an. Ich bin mir sicher, ihr werdet ihm siegen. Ihr seid noch hier? Das Biest ist nordwestlich am Strand. Wir sind schon auf den Weg. Sehr gut. Teufelsmagie, Level 80. Also noch nicht für uns. Wir müssen auch noch Nyrias Quest machen. Wir beschützen die schwächeren Vampire. Ihr macht eure Sache gut. Danke. Wer erinnert sich an VD1 hier? Das habe ich extra nachgebaut, weil mir das so gefallen hat. Rät zurücksetzen. Da ist es ja. Irgendwelche leuchtenden Platten genommen. Das ist so schön leicht. Für Babys wie mich. Dim, 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 dim. Na, 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 na. Yay. Dann geh mal her, bitte nicht schon wieder einen großen Vampirstein. Oh, ein Geisterdreizack, aber ich glaube, wir haben schon bessere Sachen. Ah, Vampirstein, aber okay. Sternenrüstung. Geisterdreizack. Na, ich behalte den Dreizack der Leidenden. Der ist besser. Wo steckt Therion? Er hat diesen seltsamen Teleporter da unten bei der Höhle benutzt und ist seitdem fort. Ob er irgendwas gefunden hat? Ich sollte ihn bald folgen. Aber da muss ich in diese dreckige Pfütze treten. Habt ihr schon mal einen Elras gesehen? Warum fragt ihr? Ich diente einmal Asgard und da habe ich gesehen, wie er mit einem merkwürdigen Buch einen Vampir in einen Elras verwandelt hat. Es war schrecklich. Diese Schreie werde ich niemals vergessen. Ich konnte dann hierher fliehen. Das ist nicht gut. Ich will gar nicht wissen, was er sonst noch mit dem Buch anstellt. Hoffentlich lenkt ihn diese Blutmondgeschichte erstmal ab. Wir wissen nicht, was er in seinem Schloss treibt, aber bis jetzt scheint noch nichts passiert zu sein. Deshalb müssen wir ihn so schnell wie möglich aufhalten. Tut das. Mich kriegen da keine 10 Scharrakuls wieder hin. Scharrakuls war dieses hässliche Vieh, das war so blau mit so einer Riesenhand und so einem Elefantenkopf. Hallo. Ein sicherer Ort und gutes Blut, so lässt es sich leben. Wir trinken Blut, wir haben null Moral. Was aus dieser Welt wird, ist uns scheißegal. Prost, Leute. Das war aus Tanz der Vampire. Dann trink mal schön weiter. Wenn ich betrunken wäre, würde ich mich viel besser fühlen. Ich hasse es, dass man als Vampir nicht betrunken werden kann. Nun ja, mit Blut schon mal nicht. Gibt es ja auch keine einzige Flasche Alkohol. Wenn ich wenigstens einen Menschen hätte, an dem ich mich laben könnte, das wäre mal wieder ein Gefühl der Euphorie. Dann sucht euch doch einen Menschen, ohne ihn zu töten, versteht sich. Aber dann muss ich Angst haben, dass mich Asgards Vampire erwischen.
ist wahrscheinlich besser, wenn ihr hier in Sicherheit bleibt. Der Krieg wird bald enden, dann wird sich in der Welt so einiges ändern. Hä, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ah, was für ein langweiliges Dasein. Ja, sorry. Oh, der ist ja groß und stark und die Damen so hübsch. Na, ihr Schnuckelchen, wollt ihr was trinken? Ja, zeigt uns, ihr habt das beste Blut nur für euch Hübschen. Wow, wie toll. Ich könnte mal so ein paar Dings kaufen. Obwohl, ne, die brauche ich eh nicht so dringend. Das scheint aber besser zu sein mit dem Fehler, obwohl ich habe mich ja auch nicht intensiv überall umgeguckt. Sonst wäre ich wahrscheinlich bei 999.000. Ich könnte ja mal wieder speichern. Oh, fast 800 Geheimnisse. Oh oh, hier ist es wieder am Lecken. Dabei sind hier nicht mal viele Sachen drin. Obwohl, da sind wieder so Fackeln und Kerzen. Astion unten, Fackeln, zu viele Leck. Oder so. Ich muss mich um die Axt kümmern, das sage ich jedes Mal. Oh, da war ich ja schon. Ach ja, ich bin ja so vergesslich. Gut, dann gehen wir mal da unten hin. Da. 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 Ich kann keine Gedanken von Werwölfen lesen. Grrr. Scheint friedlich zu sein. Hechel. Vielleicht ein Haustier der Stadt. Vielleicht können ja auch Werwölfe beschwören. So, was meinte der Typ? Eine dreckige Pfütze steppen, die da. Feuertod kriegen die, haben wir, glaube ich, schon. Und dann kann der die auch haben. Wow. Oh, Dietriche. Psst, hey ihr, ich habe ganz heiße Ware. Wollt ihr mal schauen? Was für heiße Ware? Geht bloß weg. Hier, die Dinger sind ziemlich begehrt. Oh, Seelensteine. Nett. Diesen Seelenstein werde ich reich. Ach ja. Ich klaue mir mal hier alles. Braucht ihr noch Seelensteine? Nö. Cool. Okay, Astion war klein und niedlich. Jetzt können wir mal. Was ist als nächstes? Ista. Wollte ich eigentlich letztes Mal hin, aber dann habe ich doch Hauptstory gemacht. Ista. Kochen. Ich war noch nie gut darin. Wieso muss ausgerechnet ich diese Arbeit machen? Silena Coldfire. Ja, rest in peace, Silas Coldfire. Igitt, das salzig. Alles in Ordnung? Naja, ich muss hier noch einige Sachen kochen. Entschuldige mich bitte. Klar. Wieso kann ich jemand anderes diese Drecksarbeit erledigen? Verdammt, ich komme mit dieser Axt einfach nicht klar. Braucht ihr Hilfe? Oh, was? Ach nein, ich schaff das schon, aber danke. Okay.
Galeridan ist so ein Stümpe. Bist du Galeridan? Wenn das so weitergeht, hau ich einfach ab. Oh Mann, diese Waffen und Rüstungen sind wirklich nicht gut geworden. Ihr seid hier der Schmied? Ja, auch wenn man es mir nicht ansieht. Sehr mysteriös. Habe ich den Ofen ausgemacht? Guten Tag. Hallo? Huch, da ist ja jemand. Tut mir leid, ich höre so schlecht. Wir wollten euch nicht erschrecken. Was habt ihr gesagt? Nichts, wir gehen besser. Was? Nein, das habe ich euch doch schon gesagt. Wir sind weg. Ja, im Osten. Okay, Oma. Passt auf den Wald auf, dort lauern sicher Asgard-Vampire. Oh Gott. Hoffentlich nicht. Na, na, na. Brauche nur einen Beweis, dann habe ich sie. Die Alte wird mich noch kennenlernen. Was ist los? Habt ihr es noch nicht gehört? Unter uns lebt eine böse Hexe. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie mit ihrer Magie etwas im Schilde führt. Wo ist denn diese Hexe? Meistens hält sie sich etwas südlich von hier am Hain auf. Ich kann ihr gerade nicht weg, aber ich will mir gar nicht ausmalen, was sie dort anstellt. Nun, wir können uns das ja mal anschauen. Wirklich? Nun, dann wäre ich euch sehr verbunden und würde euch auch eine Belohnung geben. Kommt zurück, wenn wir mehr wissen. Viel Glück. Und? Habt ihr was über die Alte rausgefunden? Wir sind noch an der Sache dran. Gut, behalt euch lieber. Ruf des Waldes. Hier stehen Bücher wie ohne Moos, nichts los und liebliche Blumen. Wow. Diesen gruseligen Stein lasse ich lieber im Schrank. Wer weiß, wer den vor unserer Tür hingelegt hat? Ja, den nehme ich mit. Fremde, kann ich euch einen Tee anbieten? Nein, danke, er riecht sehr stark. Haha, da müsst ihr wohl Vampire sein. Da wir aber noch leben, seid ihr wohl aus Tranak. Ganz genau. Was ist denn in dem Tee drin? Eine starke Mischung aus Kräutern, vor allem Knoblauch. Mir schmeckt der, aber Vampire können das Zeug nicht ab. Ich hoffe nur, ihr glaubt nicht diesen Unfug, dass Vampire Angst vor Knoblauch hätten. Keine Sorge, das wurde uns schon vom Heiligen Kreuzzug berichtet. Zu schade, da doch jeder weiß, dass Ista die Stadt des Knoblauchs ist. Nun, wir machen uns da mal wieder auf den Weg. Dann viel Glück da draußen. Kommt durch jederzeit vorbei, Vampire. Ja, Knoblauchtee, lecker. Na, 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 na. Ich krieg das mit dem Bogen überhaupt nicht hin. Ich hab noch keinen einzigen Hirsch geschnappt. Das schafft ihr schon, nur nicht aufgeben. Danke. Oh, Warner, so nice. Monster zähm leicht gemacht. Ein Kinderbuch über einen kleinen Abenteurer, der sich mit einem Monster anfreundet. Ha! Schöner Film. Das Fleisch ist ja roh, wirklich ungenießbar. Ich seh's. Ihr seid wohl neu hier. Willkommen, Ista. Danke. Sagt, hättet ihr Zeit, mir bei einer kleinen Sache auszuhelfen? Wobei denn? Seit ich ein paar neuen Leuten einen Beruf hier gegeben habe, läuft alles drunter und drüber. Könntet ihr mit ihnen sprechen und herausfinden, wofür sie besser geeignet werden? Geeigneten werden? Wären? Ja, ja. Wenn ich nicht so beschäftigt wäre, würde ich es selbst tun. Wir schauen mal, ob wir irgendwie helfen können. Um wen handelt es sich? Ich danke euch. Bitte sprecht mit unserer Holzfällerin, dem Jäger, dem Schmied und der Köchin. Ihr bekommt für eure Mühen natürlich auch eine Belohnung. Klar, machen wir doch. La, 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 la. Hier sind viele Rezeptbücher für Eintöpfe. Find's nicht interessant.
Wenn ich groß bin, werde ich jedem mit meinem Wissen helfen. Oh. Halle, wollt ihr mitmachen? Was machst du denn? Ich lese. Meine Mama sagt immer, Lesen bildet. Da hat sie recht. Ja, wenn ich mal groß bin, will ich was ganz Besonderes werden. Vielleicht ein Doktor. Das ist ein schönes Ziel. Es kann nicht genug Leute geben, die anderen helfen wollen. Du schaffst es sicher. Danke, das finde ich auch. Ich mach da mal weiter. Viel Spaß. Bald brauche ich unbedingt neue Bücher. Bald. Okay. Okay, uns fehlt noch ein Haus. Dann können wir mal nach Herlis gehen. Obwohl, wir können ja die Quest direkt machen mit den falschen Berufen. Wie soll ich meinem Mann nur beichten, dass ich damals die Diebin war, die ihn ausgeraubt hat? Oh toll. Seid ihr neu in der Stadt? Kann man so sagen. Nun, dann seid willkommen, aber ich bitte euch, nichts anzufassen. Das hier ist alles, was wir haben. Keine Sorge, wir wollen es nur umschauen. Gut, wenn ihr länger bleibt, könnt ihr mitessen. Das ist nicht nötig, aber vielen Dank für die Einladung. Na schön, unterhaltet euch ruhig mit meinem Mann. Er war auch mal Abenteurer. Cool, dann gehen wir mal. La 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 la. Oh, eine Banane. Larius hätte jetzt bestimmt einen Kommentar gedacht. Hier stehen ein paar Bücher, dessen Titel ich lieber nicht ausspreche. Wäre vielleicht besser. Wenn mein Sohn alt genug und dieser Krieg vorbei ist, nehme ich ihn mit auf ein Abenteuer. Ich vermisse diese Zeit. Oh, wir hatten schon lange keinen Besuch mehr. Seid ihr etwa Abenteurer? So etwas Ähnliches. Das war ich früher auch einmal. Wenn ihr irgendwann einmal ins Schneegebiet kommt, sucht nach einem kleinen Dorf im Wald. Dort in der Höhle habe ich etwas Besonderes bei einem Grab versteckt. Ein Dorf im Wald? Danke, wir werden danach Ausschau halten. Keine Ursache. Wie nett. Wann macht Mama mal wieder den leckeren Blaubeerkuchen? Jetzt habe ich Hunger. Ich auch. Euch kenne ich nicht. Was macht ihr hier? Wir wollen nur mal schauen, ob es dir gut geht. Was? Ihr seid extra für mich hier? Danke, mir geht es gut. Schön zu hören. Hier, das will ich euch schenken, weil ihr so nett seid. Die habe ich draußen gefunden. Danke, Kleiner. Kein Problem, ich schenke euch gerne Dinge. Süßer kleiner Junge. Sorry, der aus damals aus Tiwik. Ich muss mich fertig machen, weil ich gleich draußen spielen gehe. Bis dann. Na dann, viel Spaß. Und wer hat mich gefressen? Ich sollte mich da mal wieder in meinen Büchern widmen. Viel Spaß. Cool. Gut, dann reden wir hier mal mit dem Jäger. Ich bin fürs Jagen einfach nicht gemacht. Ich glaube, ich würde mir lieber Gedanken darüber machen, welche Kräuter beim Hirsch schmecken. Vielleicht hätten wir da eine neue Arbeit für euch. Ja, welche denn? Ich habe schon einen Tipp gegeben. Koch. Oh, wirklich? Das wäre perfekt. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich nützlich sein. Ich werde gleich anfangen. Statt selber mal zu fragen. Vielen Dank nochmal. Ich mache mich gleich auf zu meiner neuen Arbeit. Aber gut, dann hätten wir keine Quest. Diese dummen Bäume. Lieber wäre ich da draußen im Wald mit einer richtigen Waffe. Vielleicht hätten wir da eine neue Arbeit für euch. Bin ich aber mal gespannt, welche denn? Jäger. Da seid ihr wahrlich bei der richtigen, denn das wäre genau etwas für mich. Vielen Dank. Okay, viel Spaß. Ich räume das hier noch weg, dann gehe ich. Schaut mich doch an, sehe ich aus wie ein Schmied? Nein, du siehst aus wie ein Holzfäller. Nein, vielleicht hätten wir da eine neue Arbeit für euch. Ja? Das ist das Schönste, was ich seit langem gehört habe. Danke, danke, danke. Endlich das Leben wieder lebenswert. Nur die Ruhe. Ich bereite mich gerade für die neue Arbeit vor. Wo habe ich denn meine Axt? Ja, dann viel Spaß. Oh nein, bitte nicht schon wieder verbrannt. Ich würde lieber andere Dinge fürs Feuer benutzen. Vielleicht hätten wir da eine neue Arbeit für euch. Ach ja,
Was habt ihr denn für mich? Schmied. Das wäre ein Traum. Darin bin ich wirklich gut drin. Ich danke euch, dass ihr mich vor dieser Katastrophe gerettet habt. Klar doch. Danke nochmal. Ich mache mich gleich auf den Weg. Viel Spaß. Und das waren alle. Und? Habt ihr euch schon um die Arbeiter gekümmert? Ja, jetzt sollte jeder mit seinem Beruf glücklich sein. Wunderbar, ich danke euch vielmals. Bitte nehmt das hier. Okay, das hatte ich jetzt schon zum dritten Mal. Schattenank. Okay, das Fleisch ist weggekocht. Ja, dieses Essen ist gleich viel besser. Danke nochmal, hier läuft es schon viel besser. Schön zu hören. Das ging ja schnell. La, 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 la. Vielleicht sollte ich mir einen Hund anschaffen. Gleich geht's in den Wald, dank euch. Wir haben gern geholfen. Und wie wir gern geholfen haben. Mit dem ganzen Holz können wir wieder einige Häuser errichten. Hey ihr, danke nochmal. So ist es schon viel besser. Keine Ursache. Ach ja, Problemlöse. Oh, jetzt haben wir mal Essen auf dem Tisch. Mir fallen gleich hunderte neue Rezepte ein. Die werde ich Lucrates gleich mal kochen. Kann ich euch als Dank ein Stück Kuchen anbieten? Gerade fertig gebacken. Ging ja schnell. Nein, danke. Es freut uns, dass wir helfen konnten. Oh, das habt ihr wirklich. Wir sehen uns. Ciao. Und wieder eine tolle Rüstung fertig. Hey ihr, schön euch zu sehen. Kauft euch ordentlich ein. Bald habe ich auch ein paar neue Waffen fertig. Danke. Wie findest du das? Endlich haben wir mal eine gute Schmiedin. Schön. Gut, das war Istar. Süße kleine Stadt im Wald. Auf nach Herlis. Das war ja mal die Stadt der Armen. Stört mich bitte nicht. Ich bewache diese Stadt. Sie wurde erst vor kurzem von diesem schrecklichen Asgar befreit. Das verstehen wir. Pass mal auf. Ich habe den ganzen Tag geschuftet. Hoffe, Mama kocht was Ordentliches. Hey, willkommen in Herlis. Schon lange keine Fremden mehr gesehen. Diese Stadt ist gar nicht mehr verarmt. Was? Verarmt? Ach, schon gut. Das war vor langer Zeit. Also davon weiß ich nichts. Ich komme aber auch von weit her. Wenn ihr übrigens Medizin braucht, gibt es hier im Westen einen Laden. Vielen Dank. Da hat die Steintafel noch mehr Gutes vollbracht. Ja, stimmt. Und, wie gefällt euch unsere Stadt? Naja, ziemlich schön. Nicht wahr? Seid ihr immer willkommen. Muss ich aber wieder um meine Aufgaben kümmern. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit für euch. In Ordnung. Hallo. Ihr seid Vampire, nicht wahr? Die von den Guten? Wie habt ihr das erkannt? Eigentlich habe ich nur geraten, weil ich euch noch nie vor ihr gesehen habe und die Menschen in diesen Zeiten selten reisen. Gut kombiniert. Ihr seid hier natürlich willkommen. Leider habe ich kein Blut da, außer mein eigenes. Das macht nichts, aber danke. Gerne. Würdet ihr mir eventuell aushelfen? Womit? Mein Mann Taris ist Rekrut in Schloss Tranak und wir haben bald Hochzeitstag. Ich weiß nur nicht genau, was ich ihm schenken soll. Und wenn ich ihn frage, sagt er immer, er braucht nichts. Aber ich will ihm diesmal etwas äußerst Besonderes schenken. Wenn ihr in Erfahrung bringen könntet, was er gerne hätte, würde ich euch mit einem Amulett belohnen. In Ordnung. Wenn wir wieder in Tranak sind, schauen wir mal, ob wir etwas herausfinden. Danke. Ich wäre euch sehr verbunden.
Zeiten werden immer schlimmer. Ich mache mir Sorgen um meinen Mann. Keine Sorge, er ist auf Schloss Tranak und hält Ausschau. Außer Scar kommt. Mama macht wieder einen richtigen Saustall und ich darf es dann aufräumen. Schon lange keine neuen Gesichter mehr gesehen. Was schafft euch noch Herrliches? Wir wollten nur schauen, ob wir irgendwo helfen können. Ach ja, das ist selten, dass man einfach in unser Haus kommt und uns Hilfe anbietet. Also ich brauche sie zwar nicht, aber ihr könnt mal meine Mutter fragen. Gut, das machen wir. Bücher über die Entstehung der Erde. Wow. Na, diesmal wird Kiki nichts zu meckern haben. Oh, Besuch. Wollt ihr Lieben mir nicht zur Hand gehen? Was braucht ihr denn? Nun, ich bereite einen Eintopf zu und brauche noch ein paar Zutaten, aber die gibt es nur in anderen Städten und ich bin schon so alt. Wenn ihr mir sie bringen könntet, wäre ich euch zutiefst dankbar. Ja, die Quest habe ich in den beiden Villain-Mods auch. Die muss immer dabei sein. Ich glaube, in meinem eigenen Spiel mache ich die auch. Wir helfen gerne. Welche braucht ihr? Also ich brauche Oliven aus Ister, Spinat aus Tyrik, Blumenkohl aus Astran und Rüben aus Iran. Natürlich bekommt ihr auch was dafür. Bäh, Spinat. Nuri hat den immer total verkocht. Wir sind bald wieder da. Vielen Dank, ich bereite so lange den Rest vor. Ihr seid wieder da, habt ihr die Zutaten? Leider noch nicht. Oh, in Ordnung. Ich hab Zeit. Psst, ihr da, kommt mal her. Langweilige Bücher über die Herstellung von Waffen. Immer diese Abneigung gegen Waffen, Elaine. Eine Welt, in der man sie nicht braucht, wäre mir lieber. Da hast du wohl recht. Ihr seid vom Heiligen Kreuzzug, richtig? Ja, was ist los? Ihr wisst sicher, dass diese Stadt erst vor kurzem von diesem Asgar befreit wurde. Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll, aber ich habe diesen Kerl belauscht. Angeblich hat er etwas ziemlich Wichtiges in den Bergen nahe Iranes versteckt. Das sollten wir uns unbedingt anschauen. Hört sich ganz so an, als hätte er dort einen Edelstein versteckt. Edelstein? Nun tut das, aber ich warne euch. Angeblich gehen dort sehr merkwürdige Dinge vor sich. Merkwürdige Dinge? Hat er das gesagt? Nein. Na gut, ich war selbst dort und habe versucht zu finden, was er versteckt hat. Aber der Ort ist gefährlich. Es ist ein Tempel und glaub mir, dort spukt es. Dort gibt es wütende Geister. Geister, so, so. Wir werden uns darum kümmern. Dann wünsche ich euch viel Glück. Gut, da haben wir doch mal noch eine Hauptquest. Level 90. Hole den Eissaphir aus dem Tempel in den Bergen nahe Irans. Eigentlich wissen wir noch nicht, dass das der Eissaphir ist, aber ich habe es mal aufgeschrieben zur Dings, zur Ordnung. Ach, heutzutage braucht einfach niemand mehr Waffen oder Rüstungen. Vielleicht sollte ich Backwaren verkaufen. Heutzutage braucht niemand Waffen und Rüstung, also wirklich. Willkommen, was wollt ihr kaufen? Nichts. Na, du hattest wohl doch recht. Laku ist blöd, der faulenzt den ganzen Tag nur rum. Hi, was machst du so, Kleiner? Ich halte Ausschau nach Monstern. So, bei deiner Größe würde ich aber aufpassen. Ich schaff das schon. Bald wird Papa mir das Jagen beibringen. Dann können sich die Biester auf etwas gefasst machen. Bin mir sicher, du wirst ein hervorragender Schüler. Danke. Hoffe, Papa kommt bald nach Hause. Okay. Eine Party. Möge das alles bald ein Ende haben. Ach, wann wird dieser ewige Krieg nur enden? Diese Vampire machen mir Angst. Das kann ich verstehen. Ja, bevor der Heilige Kreuzzug uns befreit hat, gehörte Asgard diese Stadt.
Er hat meine Mutter vor meinen Augen zerfetzt und alles nur, weil er schlechte Laune hatte. Er wird bald nicht mehr existieren, das versprechen wir euch. Oh, ich wünsche es mir so sehr. Er wird sterben. Danke, dass ihr mir Hoffnung gebt, aber das haben schon viele versucht. Alle versuchen positiv zu denken, aber für mich wird das Leben niemals wieder normal sein. Einfach nur weiter füttern, dann sind wir sicher. Letzten Monat war ich noch nicht so begehrt. Ich freue mich aber darüber. Puh, bald ist sie endlich bereit. Leori bekommt alles, was sie will. Warum das? Weil sie halt etwas Besonderes ist. Hihi, ist es nicht toll, wenn man verehrt wird? Diese beiden bringen mir alles, was ich will. Ihr da, könnt ihr mal eben draußen von Inara die Ernte holen? Damit können wir dann was Neues für Leori kochen. Sicher? Danke, aber lasst uns bitte nicht zu lange warten. Hier sind ein paar Vampirsteine, yay. Wie die da wohl versteckt hat? Vielleicht ein Vampir. Dass die hier noch geherrscht haben, wenn die denn hier waren. Wenn ich mich beeile, werde ich bis zum Abendbrot fertig. Hast du wohl nicht geschafft. Stört mich bitte nicht. Ich sammle gerade die Ernte ein. Natürlich. Oh mein Gott, wir können ja durch den hier durchgehen. Wieso das? Durch den kann ich da auch nicht gehen. Ach, verstehe einer wie dieses Programm manchmal. Sela ist immer ganz konzentriert. Sie sollte mal eine Pause machen. Ja, kann ich euch helfen? Wir sollen hier die Ernte für eine Leori abholen. Oh, natürlich. Sie bekommt alles, was sie möchte, hier. Danke. Das ist aber ganz schön viel. Es ist ja auch für Leori. Sie soll ruhig alles davon essen. Ich finde das alles sehr merkwürdig. Ich auch. Irgendwas geht hier vor sich. Wir sollten mal mit diesem Kerl reden. Arme Leori, aber was sollen wir sonst machen? So, mal schauen, was jetzt noch zu tun ist. Hier habt ihr eure Ernte. Danke sehr, gerade noch rechtzeitig. Sagt, was hat es mit all dem auf sich? Nichts, warum fragt ihr? Es ist schon ziemlich seltsam, dass ihr diese Frau so mästet. Ich? Na gut, es stimmt, aber wir müssen es tun. Warum? Weil sonst der böse Dämon Balbesar von Asgard geschickt wird und uns alle vernichtet. Was? So ein Unsinn. Es ist aber wahr. Wenn wir ihm nicht pro Monat ein saftiges Opfer bringen, wird er uns alle verschlingen. Und deshalb wollt ihr diese Frau opfern? Was sollen wir sonst machen? Habt ihr diesen Dämon denn schon mal gesehen? Ich bin nämlich Professor, Doktor, Dämonenbeschwörung, Experte. Nicht direkt, aber wir haben seine Erscheinung gesehen. Also das werden wir uns mal genauer ansehen. Wo sollt ihr die Frau hinbringen? Ihr meint wirklich, ihr könnt es mit einem Dämon aufnehmen? Nun, wir sollten sie in die Höhle nördlich von hier bringen, wenn sie bereit ist. Wenn es dieses Monster gibt, werden wir es den Garaus machen. Lass diese Frau in Ruhe. Ja, natürlich. Wir wünschen uns so sehr, dass ihr das schafft. Das würde alle unsere Probleme lösen. Wir wollen nicht noch einmal von diesem Vampir versklavt werden. Wir sind bald wieder da. Ich hoffe wirklich, dass ihr Erfolg habt. Für unser aller Wohl. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Ich glaube nicht, dass diese drei es allein mit einem Dämon aufnehmen können. Wenn sie es versuchen wollen. Wie heißt die Quest? Erntezeit. Okay. Oh, Lady Elaine. Uns wurde aus Tranak schon Bescheid gegeben, dass sie uns helft. Bitte, ich will, dass sie meine Kinder bekommt. Was? Was? Oh Gott, so meinte ich das doch nicht. Meint ihr, sollt meine Kinder aufnehmen? Verzeiht mir bitte. Drückt euch das nächste Mal gefälligst deutlicher aus.
Ja, natürlich. Hihi. Wenn ich jünger wäre, würde ich mich auch dem Kreuzzug anschließen. Du meine Güte, gleich so viel Besuch. Entschuldigt, dass wir einfach so hier hereinspaziert kommen. Das macht doch nichts. Ich habe selten Besuch, da freue ich mich besonders. Habt ihr denn keine Familie? Doch, aber sie besuchen mich so selten. Sie sind dem Heiligen Kreuzzug beigetreten, nachdem diese Stadt von diesem Vampir befreit wurde. Keine Sorge, ich bin mir sicher, der Krieg wird bald vorbei sein und dann werdet ihr sie wiedersehen. Oh, danke für eure Worte. Das hoffe ich sehr. Sie sind mir wichtig. Die eigene Familie sollte auch das Wichtigste im Leben sein. Ja, außer man hat richtig schreckliche Familienmitglieder. Noch einmal bitte. Das kenne ich. Sehr romantisch. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Scheint, als hätte diese Welt alle Bücher von der vorherigen. Die Frage ist nur, sind wir in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Gute Frage. Vielleicht eine Mischung aus beiden. Die Bücher hier sind ziemlich uninteressant. Ah, sehr schön. Hier ist nichts mehr. Ein Feuerruhe, yay. Wir brauchen mal ein bisschen Blut. Das wäre nett. Wenn man zu viel umwandelt und aussaugt oder verwandelt, dann könnte man hier in dieser Welt vielleicht jemand anders begegnen. Gut, wir sind fertig mit Herlis fürs Erste. Oh nein, da ist noch was. Oh, hier waren wir ja noch nicht. Hier ist auch eh nur ein Laden. Ah, bald genug Fieder für meinen Traum gesammelt. Okay. La, la, da, 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 da. Hallo, braucht ihr ein paar Tränke? Ja, gerne. Tschüss. Gut. Wir sollten mal die nächste Mine holen. Beim nächsten Mal. Ja gut, die Hauptquest ist auch schon wieder Level 70. Ja, ich hatte am Ende Probleme, dass ich nicht genug Platz mehr hatte. Also habe ich doppelt Level-Dinger gemacht. Okay, was haben wir denn noch für Städte? Mann, scheiß Kabel hier. Gut, wie wär's, wenn wir nächstes Mal nach Lomba gehen? Melsam bleiben wir erstmal weg von. Dann haben wir noch Esrik und Iranis. Und natürlich Shanna und Klenna. Und dann speichere ich hier mal ab. Und dann beim nächsten Mal gucken wir uns noch mal weiter um. Also dann, ciao.